Hallo und willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Enlit und wir spielen heute das brandneue Quantum Break Tombs of the Fallen, die Gräber der Gefallenen Teil 2. Ja, willkommen auch zu Cloud Play, eurem Kanal rund um das Thema Cloud Gaming, Community, News und Talkshow. Falls euch der Content gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und schreibt in die Kommentare, was ihr noch so gerne für Content sehen wollt. So, aber jetzt starten wir auch schon direkt mit dem ersten Grab, mit Verikas Grabstätte. Und ich zeige euch auch mal zunächst, wo ihr das findet. Nämlich befindet sich das hier in Hamtonshire an der westlichen Grenze. Und um das besser zu finden, könnt ihr hier zum Beispiel zu dem Reisepunkt Ufentun reisen. Denn direkt ein bisschen südöstlich davon befindet ihr auch schon das Grab. Und um euch das ein bisschen besser darzustellen, könnt ihr auch euren Raben einsetzen. Zeig Dann mir, seht ihr was Phoros nämlich kriegt. schon direkt, dass die Grabstätte hier mit so einem schönen Lichtkegel beleuchtet wird. Also, begeben wir uns zur ersten Grabstätte. So, schauen wir mal, wo wir den Eingang finden. Springen sollst du, Ava, springen. So, irgendwo hier. Sollte der Eingang zu finden sein. Da, das sieht gut aus. Los geht's. Wie immer in solchen dunklen Höhlen ist es immer ratsam, eine Fackel dabei zu haben. Und dann schauen wir mal, was hier in der düsteren Finsternis auf uns wartet. Schauen wir mal, was sich hinter der Tür Sollte verbirgt. von der anderen Seite versperrt sein. Okay, die ist also versperrt. Hier haben wir schon die erste Falle, Stacheln, die sich in den Bodenplatten verstecken. Interessant. Oh, da müssen wir schnell rüber. Ja, das ist wie gesagt der zweite Teil der Tombs of the Fallen Serie. Im ersten Teil gab es bereits vier Gräber. Und jetzt im zweiten Teil sind, so wie ich weiß, nochmal zwei neue hinzugekommen. Gibt auch ein neues. Wow. Es gibt auch ein neues Achievement, bei dem man alle sechs Tombs of the Fallen abschließen muss, um das zu erlangen. Das ist dann Achievement Nummer 92 von Assassin's Creed Valhalla. Vielleicht auch ganz interessant für alle Achievement-Jäger. So, es ist ja alles schon mal sehr gespenstisch hier unten. Aha. Rutschen wir doch mal runter. Meistens sind diese Gräber ja auch eher mit Rätseln versehen, die man lösen muss. Ah, hier sehen wir auch schon eine Kiste zum Schieben. Also wir haben wieder Schieberätsel. Die Frage ist nur, wohin müssen wir die schieben?
Okay. Hier ist eine verschlossene Tür. Ah, hier ist wahrscheinlich die Plattform, auf die wir diese Truhe hier oder diesen Sockel schieben müssen. Probieren wir es mal. Ja. Sich immer neue Wege. Ist die Tür jetzt offen? Nein. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ah, wir sehen schon, welche alten römischen Statuen, die hier langsam vermodern. Nicht zerhauen. Hier haben wir, wie es aussieht, auch noch ein Sockel, auf dem wir was befördern müssen. Ich weiß bloß noch nicht recht, was wir genau benötigen. Schauen wir mal, was der Hebel macht. Ah, hier kommt jetzt eine Art Gitter zu uns rübergefahren. Da springen wir doch mal rauf und schauen, wo es uns hinträgt. Hier rechts können wir abspringen. Hier links können wir abspringen. Und da gibt es irgendwelche Krüge. Wahrscheinlich müssen wir den Krug nehmen und irgendwo hinbringen. Schauen wir, ob wir das noch schaffen. Packen jetzt erstmal hier. Oh, okay. Ich dachte, wir müssen die Plattform erneut betätigen, aber die fährt dann automatisch hin und her. Oh, schöner Bug. Der Krug ist gerade in der Luft stehen geblieben. Ja. Auf ein neues. So. Ah ja. Gut, dann müssen wir den Krug hier hinstellen, die Tür damit einsprengen. Das hätten wir natürlich auch mit unserem Skill machen können, aber dann machen wir es mal so, wie es designt worden ist. Sehr gut. Es stinkt, verdammt! So, jetzt sind wir schon mal hier. Aha. Hier haben wir jetzt einen Stein. Mal gucken, was wir mit dem Stein anfangen müssen. Wahrscheinlich müssen wir den hier reinlegen in eine von den beiden Waagschalen. Ah, hier sind noch mehr Steine. Verikas Verdammung. Möge seine Schande ewig brennen. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht viel weiter. Ah ja, hier sind noch mehr Steine. So, und welche Schale legen wir sie jetzt? In die da hinten oder in die hier vorne? Versuchen wir es mal zuerst in der. 50-50. Es ist aber auch dunkel hier unten. So. Jetzt haben wir alle drin und jetzt? Ist jetzt was passiert?
Nicht wirklich, oder? Ist da unter irgendwas? Oh, das sieht gut aus. Aber wie kommen wir da ran? Können wir auch nicht hochklettern? Okay, dann versuchen wir es nochmal in die andere reinzutragen. Keine Ahnung, ob das von Erfolg gekrönt ist. Ich weiß auch gar nicht, sind die verbunden? Geht die eine hoch, wenn wir die andere beschweren? Oder sind die komplett unabhängig? Oh, die geht auf jeden Fall tiefer. Aha. Die geht auf jeden Fall tiefer als die andere. Dann nehmen wir den Stein noch mit. So. Ah, jetzt nicht wirklich was gebracht, oder? Lesen wir nochmal den Zettel, ob da irgendwas drauf stand, was wir verpasst haben. Möge seine Schande ewig brennen. Müssen wir irgendwas anzünden? Aber was? Hier ist ja nichts. Ja, also ihr seht schon, das könnte ein sehr langes Let's Play werden, weil ich absolut ratlos bin, wie es jetzt hier weitergeht. Fackel werfen, dass hier irgendwas brennt. Vielleicht müssen wir eine Fackel da reinwerfen. Nee, hat auch nichts gebracht. Tja, wie es aussieht, wird das jetzt zu unserer eigenen Grabstätte. Ah, wir können jetzt hier hochspringen. Feuer fließt, als wäre es Wasser, die Achtlosen tötet. Okay, dann war das Rätsel, dass wir einfach hier hoch können. Hoffentlich. Okay, jetzt haben wir diese seltsame Murmel hier auf der Schulter. Na gut. Sage ich nicht nein. Gut, haben wir eine Murmel gerettet mit einem Fahrstuhl-Kisten-Plattform nach oben Rätsel. Also, das war die Lösung. In die rechte Plattform müssen drei Steine und dann ist die linke hoch genug, sodass ihr auf den Vorsprung springen könnt und euch diese Iso-Murmel hier abholen könnt. So, jetzt noch die Frage, wo muss die hin? Vielleicht? Nein, oder? Nee. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da auch immer spezielle Sockel für, in denen man die ablegen konnte. Da hat was golden geleuchtet. Glaube ich nicht weiter. Hier hoch vielleicht? Das sieht gut aus. Genau.
Aber wo muss diese Kugel hin? Leiter hochgehen können wir nicht. Kann man hier hochspringen? Ja. Vielleicht muss man sie dann da hochwerfen. Versuchen wir es mal. Ja. Kugel ist schon mal oben. Jetzt müssen wir nur noch selber nach oben kommen. Das hier war doch irgendwo noch so eine Seilwinde, oder? Ja, da vorne. So. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe, aber kein Sockel für unsere Kugel. Becken. Oh Mann, ey Leute, ich bin maximal verwirrt. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Also, hier gab es ein Steinpodest. Musste ich auf den Steinpodest? Guck mal, da oben ist auch so eine Kugel. Ja. Hier müssen wir hin, aber die Tür ist noch zu. Ja, wo soll ich hin mit der Kugel? So, also wie es aussieht, kann das wirklich ein etwas längeres Let's Play werden. Ich habe mich im Prinzip null vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Rätsel am besten löst. Falls euch das zu langatmig ist, könnt ihr auch gerne in der Kapitelbeschreibung zur Lösung springen. Ich markiere euch das dann mit den entsprechenden Zeitmarken. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie irgendwo hier oben hin muss. Ich weiß nur nicht wo. Wollen wir sie einfach mal in die Lava schmeißen hier? Mal gucken, was passiert. Nichts. Runterspringen kann ich auch nicht. Ah, ich glaube, da muss ich hin, oder? Wie kommen wir da am besten hin? Wir könnten sie ja versuchen, runterzuschmeißen, auf die Gefahr hin, dass sie dann weg ist. Oh, oder wir springen einfach. Das geht natürlich auch. Wir werfen das Ding jetzt einfach da runter. Tausende Jahre alte ISO-Reliquie. Schmeiß weg das Ding. So, hoffen wir mal, dass das gelungen hat. Ja, das sieht gut aus. Hier können wir es reinstecken. Okay. Und jetzt öffnet sich ein mysteriöses Lavabecken. Ah ja. Ja, da waren wir ja gerade, oder? Noch ein Pfad. Zumindest geht es voran. Haben wir jetzt die falsche Kugel aktiviert? Ja, Ava macht seine Kunststückchen. So, hier hat uns ja jetzt die Kamera hingeführt, aber wenn ich mich nicht täusche, waren wir hier schon, oder?
Ja, hier war das Rätsel mit den zwei Aufzügen. Also muss es irgendwo eine andere Kugel geben, die wir noch finden müssen. So, dann schauen wir doch mal weiter, was es hier noch gibt. Guck mal hier rein. So, was ist denn das hier für ein Rätsel? Hier sieht hier aus, als wenn man hier irgendwas abstellen muss, damit diese Tür aufgeht. Oh, oder man macht sie einfach auf. Keep it simple and stupid. Einfach die Tür aufmachen. Okay. Also, was ist das für ein Bereich? Hier können wir schon mal durchbrechen, wenn wir Adrenalin hätten. Und das wir nicht haben, müssen wir einen Tonkrug suchen, den wir in die Luft jagen können. Pfeile haben wir auch. Auf was schießen wir denn dann? Ah ja, hier kann man hochklettern. Das sieht schon mal gut aus. Und hier ist irgendwas zum Kaputtmachen. Das sieht man in dieser kleinen roten Markierung. Sie wurde wohl verriegelt. Ah, von der anderen Seite, okay. Ah, hier sind die Tonkrüge, sehr gut. Das heißt, damit kommen wir schon mal durch diese Mauer. Wir können die Tonkrüge schmeißen oder wir können sie einfach ablegen und drauf schießen. So, kurz warten, bis das Feuer erlischt. Ah ja. So, was befindet sich hier? Da unten ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste zum Schieben. Hier sind wieder Tonkrüge, okay. So, was können wir damit kaputt machen? Hier, die Wand. So, jetzt werfe ich mal ein, dass ihr das auch mal gesehen habt, ne? Bam! Kaputt. Ah, noch was zum Schieben. Okay, aber fangen wir mal hier an. Ah, das Ding ist noch irgendwie im Wasser oder verborgen. Da kommen wir noch nicht direkt dran. Dann müssen wir erst was anderes aktivieren. Frage ist, was machen wir jetzt damit? Brauchen wir das, um irgendwo hochzuspringen oder brauchen wir das, um irgendwas zu aktivieren? Hier geht es nicht durch. Ah ja, dann brauchten wir das hier hoffentlich als Rampe. Nee, hier waren wir ja auch schon. Was könnten wir damit anfangen wollen? Hier ist ein Hebel. Da. Nee, was passiert hier? Ah, hier geht was nach oben. Oh, okay. Kommst du auch wieder runter? Ja, es kommt wieder runter. Okay, also es ist reversible. So, wir müssen ja irgendwie diesen Altar hier rausholen. Der muss auf den Sockel und dann muss der da hochgefahren werden. Die Frage ist, wie kriegen wir den raus? Und was hat
dieser bewegbare Schrank hier damit zu tun? Und wozu brauchen wir die Tonkrüge? Die Tonkrüge haben wir gebraucht, um dort in die Wand einzureißen. Da brauchen wir also erstmal wahrscheinlich keine mehr. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Müssen wir das hier reinschieben? Das kann natürlich sein. Probieren geht über Studieren. Ach, wir haben es reingeschoben und damit haben wir den Weg freigemacht, um das Artefakt hier rauszuziehen. Alles klar. Nein, doch nicht, oder? Oh, Gott sei Dank doch. Es war nur ein Clipping-Fehler. Gut, also das war das Rätsel. Man brauchte das, um eine Brücke zu schaffen. Und jetzt können wir das Artefakt hier raufschieben. Und dann mit dem Artefakt zusammen emporsteigen. Wenn wir es dann schaffen. Hebel um und rauf da. Hoch geht's. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ist es schön easy. Aber wenn man erstmal davor steht und sich fragt, was soll das alles hier, dann kann es manchmal zu längeren Pausen kommen. So, wir haben das Artefakt nach oben befördert und jetzt passiert damit was? Das nächste Rätsel. Ich bewege einfach mal den Hebel hier in der Gefahr, dass es einfach wieder runterfährt. Ja, es fährt wieder runter. Oh, eine andere Handlung ist noch im Gang. Na, dann fahren wir wieder runter. So, was könnte denn jetzt als nächstes? Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier diesen Käfig hier nach unten holen. Da ist was zum Schießen. Ah, hier ist eine Hänge. Hier ist eine Fall. Eine Hängebrücke, meine ich. Wir müssen die Hängebrücke irgendwie runterlassen. Alles klar. So, du kommst erstmal wieder hoch. Und als nächstes versuchen wir, diese Hängebrücke zu zerschießen. Wie können wir da ran? Kannst du dich hier ranhängen? Nee. Kannst du dich da ranhängen? Auch nicht. Gut, du kannst da unten springen. Können wir hier von hier unten? Kommen wir da ran? Nein. Hochklettern kann ich auch nicht, wie es aussieht. Ne, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder unseren Fahrstuhl zu bedienen. Auf geht's nach oben. Nein! Genau, stell dich mal darauf. So. Wie können wir da die Seile durchschießen?
hier sind ja auch Tonkrüge. Kann man ja... Durch das Zerschießen der Tonkrüge geht diese Plattform jetzt nach unten. Okay. Und dann kann man hoffentlich auf die Plattform rauf. What? Und dann hier rauf. Hier gibt es Pfeile, ist schon mal gut. Und dann kann man sie zerschießen. Sehr gut. Das war Nummer 1. Und da hinten ist Nummer 2. Wie kommen wir da hin? Also irgendwie müssen wir es schaffen, an diese zweite Halterung ranzukommen, sodass wir die auch kaputt schießen können. Ich weiß nur nicht, wie man es am besten macht. Ah, einfach nach hier gehen, oder? Nee, doch. Ah, alles klar. Gut, damit ist die Brücke nach unten gelassen und wir können unsere Reliquie weiterschieben. Wieder ein Hebel. Gucken wir mal, was passiert. Ah, jetzt sind wir wieder im ersten Raum. Okay. Was müssen wir jetzt hier machen? Können wir versuchen, das Ding hier raufzuschieben? Klappt auch, okay. Ah, der Hebel ist nicht nochmal benutzbar, wie es aussieht. Jetzt haben wir hier die Kiste in Brand gesteckt. Das wollte ich jetzt nicht. Gibt es denn hier einen anderen Hebel? Weil irgendwie muss das Ding hier rüber. Hier ist ein Hebel. Vielleicht müssen wir an den Hebel irgendwie rankommen. Ich weiß bloß nicht wie. Hier ist kein Durchgang. Hier ist kein Durchgang. Aber da... Ah, hier gibt es einen kleinen Vorsprung. Ah, hier ist der Gang. Alles klar. Okay. Gedanken zu dem vulkanischen Grab. Wer hätte gedacht, dass sich unter einem solch unscheinbaren Hügel derart feurige Gewalt befindet? Die Flammen, welche dieses geschmolzene Gestein erhitzen, wären sicherlich denen des nun toten Vesuvius ebenbürtig gewesen. Ich frage mich, wollte man Verica für seinen Dienst an Rom auf bildhafte Weise bestrafen, indem man ihn in diesen irdischen Pyriphlegeton begrub? Manius.
So, aktivieren wir doch mal den Hebel hier. Ah ja, und der hat dann das andere Gitter da erhoben, sodass wir jetzt unsere Reliquie weiterschieben können. So, wie kommen wir bloß hier wieder raus? Das ist jetzt die andere Frage. Hier hoch vielleicht. Hier können wir schon mal was bewegen. Oder können wir einfach nur raufklettern? Hm. Ist ja seltsam. Können wir das zerschießen? Ah ja. Und jetzt? Ah, ich glaube, das war jetzt nicht so im Sinne des Erfinders, aber wir sind erstmal wieder hier. So, schieben wir unsere Reliquie weiter. Musst du überhaupt hier rein? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ah ja, hier, okay. Na dann, hinunter mit dir. So. Damit ist auch die zweite Reliquie auf ihrem Podest. Tja, und irgendwas ist passiert. Ich hoffe mal, dass sich ganz oben die Tür geöffnet hat. Hier wären wir noch nicht, oder? So, sieht man das schon, ob die Tür offen ist? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir schauen hier nochmal, oder kommen wir hierher? Finde den Schlüssel. Oh. Ein Rutschrätsel à la Tomb Raider. Überstanden. Sehr gut, Eivor. Sehr gut. Das heißt, wir müssen wieder auf irgendwas schießen. Oder mit der Fackel schmeißen. Noch mehr Pfeile, also müssen wir wieder auf irgendwas schießen. Das sieht gut aus. Ah ja, das Gegengewicht fährt jetzt nach unten und erhebt uns ein Stückchen zumindest nach oben. Reicht das schon? Hier können wir noch aufschießen.
Und dann können wir hier weiterklettern. Sehr gut. What? Oh nein! Ein Glitch! Tja, wie kommen wir da wieder raus? Ein klassischer Assassin's Creed Valhalla Glitch. Und wir sind sogar gestorben. Ja, schön, dass wir das auch mal miterleben. Letzten Spielstand laden. Ich hoffe, wir kommen nicht allzu weit wieder raus. Ansonsten müssen wir das Grab nochmal finden. Oh Mann, ey. Verikas Grab. Ah ja, wir sind tatsächlich bei dem letzten Runenstein wieder gelandet. So, dann gucken wir jetzt nochmal, ob sich die Portaltür geöffnet hat, bevor wir da wieder zu den beiden Statuen gehen, wo wir ja gerade verreckt sind. So, die Tür hat sich nicht geöffnet, das heißt, wir können da weitermachen, wo wir soeben waren. Ach. Ups, ups. So. Jetzt nochmal die Tomb Raider-Einlage. Sehr gut. Also das kann er schon mal. Oh. Müssen wir nochmal die Plattform aktivieren. 1, 2. Dann gucken wir mal, ob es jetzt ein bisschen besser klappt. Ja, das sieht doch schon gut so aus. So, dann sind wir jetzt also hier. Hier ist auch schon mal was zum Schieben. Wahrscheinlich müssen wir das Gewicht hier raufschieben irgendwie. Frage ist nur, wie können wir das Ding schieben? Von hier? Diese Plattform muss wahrscheinlich ein Stückchen hochfahren, sodass wir das dann darauf ziehen können. Also, wie kriegen wir die hoch? Ah ja, indem wir erst die hier nach unten ziehen und das hier rauf bewegen. Alles klar. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir selber hier wieder rauskommen aus dem Loch. So, genau. Und jetzt ist die Plattform hoch genug, sodass wir die hier aktivieren können. Und dann können wir wahrscheinlich das Gewicht wieder zurückschieben, sodass die leicht genug ist und so, jedenfalls die Theorie. Ah, mit Anlauf geht's. So, und jetzt fahren wir nach oben und können was machen?
Hier geht es schon mal nicht weiter runter. Das Ding ist also maximal versenkt. Geht es da weiter? Leuchtet irgendwas darunter? Hätten wir da rangemusst? Das wäre natürlich ungünstig. Weil wir die irgendwie nicht mehr nach unten kriegen, wie es aussieht. Ups. Ich hoffe, das Ding ist bugsicher gebaut worden, dass es keine Einbahnstraßen gibt. Ansonsten haben wir hier ein kleines Problem. Okay, das Zeug scheint auch... Das Wasser scheint mir zu schaden. Auch eine schöne Info. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Are you kidding me? Jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Oh, Mann. Doch, so geht's. Okay, alles klar. So, was nützt mir es jetzt, dass diese Plattform oben ist? Ah ja, okay. Machen wir erst nochmal die Kiste hier auf. Sicher ist sicher. Erz, Stoff und Leder. Okay, war schon mal nichts Essentielles. Muss ich die jetzt. Muss ich den vielleicht auch noch reinschieben? Nee, der ist. Ah, jetzt kann ich hier hochspringen. Alles klar, okay. Also, in den rechten mussten diese zwei großen Kisten, so damit die linke hoch genug ist und wir hier weiterklettern können. So. Was ist hier oben? Krüge? Nein, zum Plündern. Tageslicht. Pfeile. Und noch mehr Lava. Oh, hier war noch ein Hebel. Aktivieren den Hebel. Ah, dadurch wird die Plattform da aktiviert. Nein, nicht klettern, nicht und nicht in die Lava. Eivor, was machst du? Ah. Brauchen wir jetzt allerdings einen Krug, um die Wand zu kaputt zu hauen. Okay, wie es aussieht, stand hinter der Wand ein Krug. Ja, man muss auch mal Glück haben. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. So. Ich muss auf die andere Seite. Das nächste Rätsel. Lava. Da ist der Schalter. Die Frage ist, wie kommen wir auf die andere Seite? Wahrscheinlich so. Okay. Gut, das war jetzt nicht allzu schwierig. Und hiermit aktivieren wir wahrscheinlich das Netz dort. Sehr gut. Oh, hier gibt es wieder eine Wand, die wir kaputt machen müssen. Wo finden wir denn die Krüge dafür? Vielleicht hier? Da oben ist einer. Sehr gut.
Also, Krug genommen. Wir versuchen ihn jetzt mal auf die Wand zu werfen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Nicht zu hoch. Ah, super. Am ersten Wurf hat es geklappt. Okay. Hier ist schon mal der Sockel. Und jetzt müssen wir nur noch... Ach nee, hier ist die Murmel. Und jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir die hintragen. Am besten nicht in die Lava. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Okay. Eigentlich kann er nur hier drunter sein, oder? Sprach's. Wo soll denn hier ein Schlüssel sein? Ah, da oben drin. Alles klar. Okay. Das heißt, wir müssen einen von denen hier rausziehen. Legen wir die Murmel mal schnell hier hin. Und dann darauf klettern. Da ist der Schlüssel. Super. Damit können wir jetzt hier aufschließen. Die nächste Wand haben wir schon mal kaputt geschossen. Und weiter geht's in Verikas Grab. Müssen wir hier hin? Müssen wir dahin? Niemand weiß es. Ah, ich glaube, hier kommen wir her. Ne? Da geht es wieder von vorne los. Wir sind jetzt hier rausgekommen. Genau. Und hier geht es wieder zurück in den Hauptraum. Sehr schön. So, jetzt noch die Frage, wohin mit dem Ding? Wir haben zwar den Schlüssel, aber keine Ahnung, wo das Schloss ist. So. Da, das sieht gut aus. Oder haben wir das schon aktiviert? Nein, haben wir nicht. Sehr gut. Hey. Pack's rein. What? Ist hier schon was drin? Ja, ah, okay, hier ist schon eine drin. Okay, dann müssen wir eine andere Plattform finden. Oh Mann. Was für ein Chaos. So, also suchen wir eine zweite Lava-Plattform. Vielleicht? Hier ist schon mal Lava. Ah, aber keine Plattform. Lava allein nützt mir nichts. Pfeile, Pfeile. Ich brauche eine Plattform, Jungs. Da leuchtet irgendwas. Gehen wir doch mal dahin. Oh, das sieht gut aus. Ja, hier, stimmt. Das ist die Plattform, die wir am Anfang
ausgehoben haben. Und jetzt hat sich die Tür geöffnet. Sehr schön. Puh. Ich fühle mich meinem Ziel schon näher. Ja, ich mich auch. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt noch dahin? Das sieht gut aus. Nein! Eivor, was machst du? Einfach mal in die Schlucht springen. Ach, ey. Wir hatten doch darüber geredet, Eivor. Keine Harakiri-Sprünge mehr. So, dann schauen wir mal, ob wir das Grab geplündert haben oder ob uns noch ein weiteres Rätsel erwartet. Aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, ISO-Architektur, sehr schön. Den König der Atrebaten und Freund der Römer zu ehren oder zu verspotten. Die anderen Stämme wurden von Furcht beherrscht. Statt Brücken zu bauen, führten sie Krieg. Sie hatten sich das Gemetzel, das folgte, selbst zuzuschreiben. Ich habe die Pracht Roms gesehen und weiß, dass es unsere Zukunft ist. Sie sperrten mich in dieses schwefelige Grab. Doch das Schicksal lässt sich nicht begraben. Das war also der Herr Verica. Gut, dann holen wir uns unsere Belohnung ab. Sehr schön. Und haben das erste Grab der Gefallenen abgeschlossen. Verikas Sichel, die schauen wir uns doch direkt mal an. Hier haben wir sie. Verikas Sichel. Nach 3 getöteten Gegnern entzündet sich deine Waffe. Und hier können wir uns noch die Details anschauen. Leider noch auf der niedrigsten Stufe. Das heißt, wenn ihr sie ausbauen wollt, müsst ihr hier noch ein paar Ressourcen reinstecken. Aber auf jeden Fall ein schöner Skin. Sehr schön. Ja, damit hätten wir das erste von 2 neuen Gräbern abgeschlossen. Nicht ganz in einer Stunde, also es hat doch länger gedauert als gedacht. Schreibt doch in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, ob ich euch zu langsam war oder zu schnell und was ihr noch für Content gerne sehen wollt hier bei Cloudplay. Ansonsten hoffe ich, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, auch wenn es vielleicht ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gedauert hat, die Rätsel zu lösen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Verabschieden uns kurz aus der Welt von... aus der gruseligen Welt der verborgenen und verschlossenen Gräber der Gefallenen. Und wir hören uns demnächst wieder hier auf Cloudplay zum zweiten und dann hoffentlich letzten Teil der Gräber der Gefallenen. Mein Name ist Enlid und ich hoffe, ich komme hier irgendwann mal wieder raus aus den Gräbern, dass ich euch noch das Tageslicht zeigen kann. Das sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Wir sind in Freiheit. Macht's gut und denkt daran, habt Spaß bei allem, was ihr tut. Ciao.